Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf, denn der ist auch schon in knappen 15 Sekunden da. Und dann mal schauen, was heute reinkommt. Gestern gab es einen krassen Shop hier, Poki, das Emote kam zurück. Dann gab es einmal noch eine sehr, sehr seltene Sturmspitzelästchen zurück. Und es gab auch ein krasses Paket, und zwar hier unten, Cyber-Infiltration wird wahrscheinlich bleiben. Mal gucken und... Okay, es gibt ein neues Ikone-Mode. Interessant. Ansonsten die Kuschelbeauftragte zurück. Und hier unten sieht der Shop schon mal ganz okay aus. Poki ist immer noch hier. Und ich denke mal, auch unten wird das Paket noch hier sein. Ja, das ist auch noch hier. Und auch die Spitzhacken sind noch da. Sehr, sehr nice. Oh, was? Mindestens ein Jahr im Tresor. Hier sind also Emotes jetzt, die ein Jahr lang weg waren. Das ist... interessant. Jetzt haben die hier auf jeden Fall eine extra Kategorie dafür gemacht und einfach mal ein Jahr alte Sachen zurückgebracht. Okay. Und hier drüber auch die Skins nach einem Jahr zurück. Auch diese hier. Okay. Das ist also auch komplett neu jetzt. Das ist irgendwie interessant. Die bringen also jetzt wohl immer Sachen nach einem Jahr zurück. Okay. Sehr, sehr komisch. Wir fangen ganz oben an. Überlebenden Überschlag. Das ist hier auf jeden Fall ein neues Mode. Und das sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Auch ein Ikonenreihe-Mode. Und ich weiß gerade nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie von TikTok kommt. Auf jeden Fall ist das jetzt die neue im Shop für 200. Und sieht auf jeden Fall cool aus. Dann gibt es auf jeden Fall den Aurum nochmal zurück aus der Season 2, aus Kapitel 2. Ja, der Skin ist auch ganz okay. Legendärer Skin halt. Dann gibt es passend dazu einmal noch den passenden Geleiter, auch wirklich sehr, sehr krass. Und dann gibt es auch noch hier die Einsicht, warum auch immer. Hier passend mit dem zweiten Stil und mit dem Rückenteil. Und dann gibt es auch noch den Weitschuss, diese zwei Sniper-Skins zurück. Wieso auch immer, sind die auch nochmal im Shop. Hier der Aurum und der Geleiter ist auf jeden Fall nach 3 Monaten zurück. Der Einsicht nach 1 Monat. Und hier der Weitschuss nach 300 Tagen. Also auch schon ein seltener Skin. Dann gibt es darunter, wie gesagt, die Kuschelbeauftragte nochmal zurück. Alter Season 2 Skin, auch nochmal nach 2 Monaten zurück mit dem Rückenteil hier, mit der passenden Kuschel Airlines, den Gleiter hier. Und dann gibt es noch hier die Hacke und auch die Lackierung. Genauso wie noch hier den uralten Bear Force One Gleiter, auch aus der Season 2. Alles nach 2 Monaten zurück, ist auch okay das Set. Warum auch immer das jetzt hier ist, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Und das sind auch schon die vorgestellten Sachen. Und an der Stelle könnt ihr gerne ganz kurz unterstützen, einen Creator klicken und hier Detour eingeben. Und dann gehen wir zu den täglichen Sachen. Und es wird auf jeden Fall jetzt wieder interessant. Einmal ist hier wie gesagt der Fokus-Skin zurück nach 1 Monat. Ist noch ganz okay der Skin. Dann gibt es noch die glitzernde Streiterin, die auch schon sehr, sehr alt ist. Und die ist sogar so ein bisschen animiert, was ich sogar sehr, sehr cool finde. Auch die nach 1 Monat zurück. Dann gibt es hier Magma die Lackierung. Eine der ersten animierten Lackierungen. Auch noch nach 1 Monat zurück. Und dann gibt es hier Abgehobenes Leben, ein neues Musikstück. Und das ist auf jeden Fall auch wieder von einem Emote. Sehr, sehr nice. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber die meisten Leute sollten das kennen. Ganz cool. Dann gibt es, wie gesagt, Poki nochmal hier, das Emote von der Streamerin Pokimane. Wirklich sehr, sehr nice. Und darunter gibt es so fertig, nach 1 Monat zurück. Ja, und jetzt wird es erstmal richtig krass, denn jetzt kommen wir hier zu den ganzen seltenen Sachen. Und hier gibt es ganz von einmal den Knochenwespe. Der ist zurück nach 436 Tagen, also schon über ein Jahr her, mit dem Rückenteil hier. Einmal noch mit der Hacke. Und die ist nach 534 Tagen zurück. Und dann gibt es einmal noch Gehörnter Jäger hier, diesen Geleiter, ebenfalls 534 Tage her. Es wird aber noch krasser. Hier ist die Feldsanitäterin. Die ist nach 481 Tagen zurück, hier im zweiten Stil und mit dem Rückenteil. Und der Triage Trooper ist zurück und der ist zurück nach 728 Tagen. Also auch schon wieder fast 2 Jahre her. Sehr, sehr selten. Dann gibt es passend dazu einmal noch die Hacke. Und die ist jetzt auch okay. Auch wirklich verdammt selten. 728 Tage her. Und an letzter Stelle gibt es auf jeden Fall noch Luftrettung. Den wiederum finde ich sehr, sehr nice. Nach 666 Tagen zurück. Und es wird wie gesagt noch krasser, denn hier gibt es weitere seltene Sachen. Einmal die Astro-Assassine nach 499 Tagen zurück. Der Skin ist wirklich verdammt schön. Auch hier noch mit einem Rückenteil. Wie gesagt, 499 Tage her, fast 500 Tage. Auch nochmal zurück. Dann gibt es den Taro und der ist auch schon sehr, sehr selten.
565 Tage her. Hier mit dem Rückenteil auf jeden Fall auffälliger Skin. Muss ich aber sagen, ist auch ganz nice. Dann gibt es noch die Nara zurück. Ebenfalls sehr selten, 435 Tage her mit dem Rückenteil hier. Und dann gibt es auch noch eine seltene Hacke, und zwar Torwächter. Und die ist nach 686 Tagen zurück. Wirklich krass, muss ich sagen. Dann gibt es noch den Flugkarpfen nach 374 Tagen zurück. Und es hört wirklich nicht auf mit den seltenen Sachen, denn die gibt es ja auch noch im Modes. Einmal Lama Conga, auch schon ultra selten, 567 Tage her mit Fortbewegung. Krass selten. Und dann gibt es noch Schrullig, einer meiner Lieblings-Emotes, und den habe ich auch wirklich schon sehr, sehr lang. Und der ist heute zurück nach 787 Tagen. Ich zeige ihn mal direkt. Wirklich ein cooler Emote. 787 Tage her, über 2 Jahre, heute nochmal zurück. Bisschen blöd für mich, aber mich stört das ehrlich gesagt auch nicht so. Wirklich verdammt selten, heute sogar das Seltenste. Und dann gibt es noch Hampelmann, nach 483 Tagen zurück. Also auch alles, wie gesagt, über ein Jahr her. Und dann gibt es noch Faustjubel, 479 Tage her. Und an letzter Stelle gibt es KA, keine Ahnung, nach 389 Tagen zurück. Also wirklich nur seltene Sachen hier. Ist auf jeden Fall neu, so eine Kategorie. Schon krass. Hier, wie gesagt, die Pakete nochmal. Diese Anime-Skins hier von gestern nochmal hier im Shop. Sehr, sehr cool. Und dann gibt es auch noch hier diese Hacken. Auch sehr, sehr nices Paket. Und ja, das war's hier mit dem krass seltenen Shop. Echt heftig.